Schön, dass man so schlafen kann. Leute, hallo und herzlich willkommen. Hier geht's weiter jetzt bei mir. Und ja, ich brauche jede Menge. Ah, Scheiße, ich brauche jede Menge Holz. So, das brauche ich. Weil ich wirklich sehr viel vorhabe. Und ich glaube, beim nächsten Mal gucke ich, wie man das hier einstellen kann, von wegen der Zeit und so. Aber jetzt stecke ich den Timer wieder. Und er läuft. Dass ich dann auch schnellstmöglich. Was ich am Anfang gesagt habe mit der Bonustruhe, dass ich mir das Farm erspare, eigentlich hätte ich die gar nicht gebraucht, hätte ich gewusst, dass da direkt ein Villager-Dorf ist, weil ich meine, ich konnte mir jetzt alles schon kaufen. Allein schon, dass der eine Bauer da für Kartoffeln mir Smaragde gibt, das finde ich schon richtig krank. Habe ich jetzt 39, 16. Ich brauche mehr Birke. Muss ich jetzt mit 12 platzieren. Und mache ein bisschen Holzkohle. Ja, genau. So. Also, wie gesagt, ich habe was richtig Cooles eigentlich geplant und ich hoffe einfach, es funktioniert auch. Ich habe schon Christi davon erzählt. Und ja, er meinte auch, wäre eine richtig coole Idee und alles. Und ja, auch bei ihm fängt ja jetzt irgendwann so ein Singleplayer Let's Play statt. Und da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ich werde seinen Kanal auch hier verlinken. Und vielleicht, ja, weil Chrissy, der bereitet auch noch ein bisschen was vor und vielleicht gibt es auch eine kleine Überraschung. So. Brauche ich jetzt nur noch Birke. Wobei ich schon, ja, auch egal. Jedenfalls macht Chrissy das auch. Also, Singleplayer-Welt. Spielt da, nimmt das auf, soweit ich das weiß. Könnt ihr aber immer vorbeigucken, der baut auch immer richtig geil. Und wir beide probieren uns halt noch so ein bisschen. Also, Chris hier macht auch Skin Packs, das habe ich mal probiert, mir einen Skin zu machen, aber das sah nicht sehr gut aus. Und den Skin, den ich hier gerade habe, ja, den hat Chris hier gemacht. Und alle anderen, die ich habe, hat er auch gemacht, also die Benutzer. Weil er kriegt das eigentlich richtig, richtig gut hin. Und er meinte auch so zu mir, ja, ich mache das weiter und vielleicht kann ich ja irgendwann mal für andere Leute, wenn die das auch haben wollen, ein paar Skins machen. So. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo meine Öfen sind. Scheiße. Hä? Nein. Okay, da. Da? Ja, okay. Ja, okay, jetzt weiß ich wieder. Und ja, wenn ihr wollt und Chrissy was sagt, oder ich kann Chrissy ja mal fragen, dann kann er euch vielleicht auch einen Skin machen. So, erstmal Holzkohle, Farbe. Damit lässt sich schon ordentlich was braten. Das müsste nur mal langsam fertig werden. Denke mal, wenn das so fertig ist. Also wenn ich von dem Birkenholz jetzt auch noch 64er Stack habe, dann dürfte das erstmal laufen.
war. Und ja. Es wird bei mir natürlich auch noch ein bisschen was anderes geben, wahrscheinlich demnächst. Ich werde ein bisschen Xbox, das heißt, Xbox, PS4 aufnehmen. Ein paar Spiele, ganz cool finde, mit anderen Leuten zusammen noch. Unter anderem auch Chrissy wahrscheinlich. Und ja, mal gucken, wie es so ankommt bei euch. Kommt ja mal. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich dafür jetzt schon eine Diamantaxt habe und Smaragde und sowas. Das ist ohne Spaß, ne? Ich verstehe es nicht. Das ist echt krass, meiner Meinung nach. Ist dunkel. Na toll. Provisorische Hütte. Schön, dass man so schlafen kann. Und jetzt packe ich wahrscheinlich raus. Ne? Also so habe ich wenigstens schon mal ein Bett. Das war mein allererstes Haus, was ich jetzt hier gebaut habe. Und es sah wirklich, wirklich scheiße aus. Ich meine, ausgewogene Ernährung ist alles. Da muss man auch mal ein bisschen beim Fleisch variieren. Da kann man nicht nur immer Schwein und Kuh essen. Schwein und Hund, eher gesagt. Nein, muss auch mal ein Schaf dran glauben. Ja, zu dem Texture Pack von mir, das wird auf jeden Fall so ein PvP Texture Pack sein. Jetzt nicht überlaufen. Ja, die Kohle. Okay, das muss auf jeden Fall noch durchbrennen, weil sonst kann ich sie nicht mehr. Diese Äpfel, Äpfel, Äpfel. Oh, die ganze Weizenkanne auch. Ich auch noch so. Oh. Ich brauche ein bisschen mehr, weil ich brauche noch Holzbretter, fällt mir im Nachhinein mal so ein. Also ich glaube, Essensprobleme werden wir nicht haben. Oder ich nicht haben. Ich muss mir jetzt noch einen guten Platz aussuchen. Ohne Spaß, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich jetzt noch erleben soll. So, ich meine, eigentlich, ja okay, ich brauche jetzt nur noch ein paar Diamanten für Rüstung und sowas. Und ich weiß einfach jetzt schon nicht mehr, was ich machen soll, nachdem ich das Haus gebaut habe und so, wie ich es haben will. Weil, ja, ich hätte jetzt erst das Haus gebaut und wäre dann Diamantenfarm gegangen. Strip Mining etc. Aber ich meine, ich kann mir eine komplette, ja okay, nicht eine komplette Diamantrüstung, aber ich kann mir verzauberten Brustpanzer bis zum Geht nicht mehr holen.
Diamantschwerter, die ich dann nachher zusammen prügeln kann mit am Amboss. Und ja, wirklich, ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll. Und wenn ich das alles habe, das kann man locker wieder in 10 Parts schaffen eigentlich. Ja, im Nether vielleicht eine, wenn ich Glück habe, finde ich eine Festung. Gibt's da vielleicht noch ein bisschen Action? Da werde ich bestimmt auch mehr als einmal sterben. Und ich weiß nicht, ob ich's, ja, ich erzähl's einfach. Christian und ich, wir haben auch schon ein Dual-Projekt geplant. Wir müssen nur noch gucken, ob wir das auch so umsetzen können, wie es geht. Also, wie wir es gerne haben wollen. Und das ist ein bisschen umständlich da mit den Einstellungen etc. Ich will mir selber beim Sprechen, glaube ich, gar nicht zuhören, weil ich nur Scheiße laber, ne? Das gibt es gar nicht. So. Dürfte das erstmal so reichen, denke ich. Ich gucke mal einfach mal, ob ich irgendwo eine Schlucht finde oder ein Cave oder sonst irgendwas. Also bei dem einen Villager-Dorf ging es doch runter. Das Villager-Dorf war ungefähr da, meine ich. Dann werde ich mir vielleicht doch erstmal da eine kleine Hütte hinsetzen. Okay, da ist das eine. Und werde dann da unten erstmal gucken. Je nachdem, wie weit es da runter geht. So, jetzt muss ich gucken, wo die Schmiede war. Die war hier vorne, meine ich. Da ist die Schmiede. Von da gekommen. Einfacher wäre es natürlich gewesen, hätte ich mir die Koordinaten aufgeschrieben, aber wohl, das müsste ja eigentlich 0,0 sein. Muss ich so laufen? Oder so? Muss man dann da laufen. Auch recht sein. So laufe ich mal weiter. Ich denke, diese Lavaseen könnten noch von Vorteil sein bei ja, Monstern in der Nacht, wenn ich überhaupt noch oft in der Nacht sein werde. Dadurch, dass ich ja jetzt das Bett habe, endlich. Denn ich meine, wir, also als Spieler kann man ja irgendwie 4 bis 5 Blöcke oder so weit springen. Entschuldigung. Und Monster, die können, glaube ich, nur einen Block hoch springen. Okay, die Spinnen können einen Block weit springen, meine ich, aber sonst nicht. Da kann man die gut abhängen, denke ich mir mal. Ja gut, wenn jetzt hier gleich 0,0 ist, dann muss hier irgendwo das Villager-Dorf sein. Da hinten sind Bäume. Okay, hier sind jede Menge Schweine. Die Richtung. Vielleicht bin ich auch einfach komplett falsch. Und mein Spawn ist gar nicht bei 0,0. Hier ist Schluck. Ja gut, da ist jede Menge Eisen, aber ich würde schon gerne bei dem Dorf erstmal sein. Gut, da hinten sind Köpfe, die nehme ich noch mit.
jetzt wieder was weggeschmissen. Jetzt kommt deutlich das weg. Ja, gut, jetzt brauche ich eigentlich nur noch Kühe und sowas und dann habe ich schon meine kleine Farm fertig gebaut. Weil dann kann ich mir Kürbiskuchen. Okay, Zuckerrohr bräuchte ich noch. Ich will jetzt gerne das erste Villager-Dorf wiederfinden, Mensch. Das muss doch hier irgendwo sein. Ich bin schon wieder komplett falsch gelaufen. Also, da. Oder? Ja. Okay, ich komme hier echt gerade nicht klar. Keine Ahnung, ich bin dann irgendwie nicht so der Typ, glaube ich, dafür. Hier bin ich auch irgendwie lang gelaufen, Mann. Blumen. Ich weiß es halt nicht. Aber wenn hier doch Bäume sind, dann bin ich mit Schafen, dann bin ich hier doch komplett falsch. Ja, okay, der Part ist auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe einfach, dass ich das Dorf noch irgendwo finde und ich habe hier einen Zombie gehört. Das ist natürlich geil. Und Fledermäuse. Das heißt, irgendwo muss doch was sein. Da oben ist Lava oder so. Dann lass sie schon brennen. Ja. Ja gut, ich gucke mal, ob ich es irgendwie schaffe, das Dorf noch zu finden. Also in der nächsten Folge und dann würde ich sagen, haut rein und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Ciao.